hört auf, rum zu oxidieren und bequemt euch zum Rätsel Nummer 7, denn ich habe euch eine große Bedeutung mitgebracht. Ihr spielt jetzt das Wort. Eure Aufgabe lautet in Rätsel Nummer 7. Ihr sollt 5 Begriffe aus der Jugendsprache und 5 Begriffe der älteren Generationen der Bedeutung nach richtig zuordnen. Da seht ihr 10 Begriffe und am Ende müssen 5 richtige Paarungen dort stehen. Wir spielen 4 Runden. Wenn ihr 3 davon für euch entscheidet, habt ihr dieses Rätsel gelöst. Oh, also, da stehen Begriffe, legt los und sagt mir dann immer, welches Wort zu alt oder jung sortiert wird. Ich würde Fleischdesigner jung und Chirurg alt. Ja, ja. Werde ich jetzt auch als erstes bedeuten. Okay, also Chirurg auf alt und Fleischdesigner auf jung. Und Lauch ist ja sowas wie ein Honk. Ja, Holzkopf. Lauch und Holzkopf. Aber welche Position Schnitzel, wie? Schnitzel, ach so, geht ab wie Schnitzel. Was? Lauch und was kommt da dagegen? Naja, ich würde sagen, der Holzkopf. Wenn jemand ein Lauch ist, ist er so ein bisschen so ein Honk, ein bisschen ein Idiot. Und das wäre ja quasi in alt ein Holzkopf, oder nicht? Aber ihr müsst mir dann sagen, wie ihr es ordnen wollt. Ja. Also ihr macht was? Holzkopf, alt. Ja. Und Lauch in jung. Genau, und Schnäbeln ich würde Schnäbeln und Speichelhockey. Und Speichelhockey. Auf jeden Fall. Also Speichelhockey jung und Schnäbeln alt. Okay. Auch eine schöne Paarung, wenn sie stimmt. Und Schönling ist bestimmt ein Mäus, oder? Ah nee, aber ein Schnitz, was ist ein Mäus eigentlich? Boah, das ist ja auch raus, leider. Oder Mäus habe ich auch noch nie gehört. Oder heißt es Moa? Nee. Das heißt Mäus. Dann wäre es ja Schönling. Aber Schnitzel? Mäus. Schnitzel? Nee, der Typ ist ein Schnitzel. Doch, doch, Schnitzel ist Schönling und Weggefährte ist Mäus. Aber echt, da sagt man, das ist Schnitzel, so Schönling. Ja. Ja. Aber gut, das haben wir früher gesagt. Ich bin eher die Kategorie alt, aber ein Schnitzel... Könnte auch der Weggefährte sein, meinst du? Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, also entweder ist Mäus Jugend oder ist Jugend Schnitzel? Ich würde sagen, Weggefährte Mäus. Ja, Schnitzel, Weggefährte Schönling. Und Schönling sind alte Begriffe. Genau. Okay, aber dann ordne die Jungen dazu. Dann ist Schnitzel Weggefährte und Mäus Schönling, oder was? Nee, ich hätte gesagt, Schnitzel ist Schönling. Und Mäus ist Weggefährte. Okay, you also call. Alt, ja. Weggefährte, ach so, warte, wie hatte ich das? Genau, also Schnitzel, Schönling, Mäus Jung... Und dann Schnitzel in jung und Schönling in alt. Ja. Gut, jetzt könnt ihr da nichts mehr ändern. Jetzt haben wir das alles eingeloggt. Zeit, wenn ich mir nicht so sehe. Also, wir fangen mal oben an. Chirurg, Fleischdesigner ist ein Chirurg und damit richtig. Fleischdesigner. Holzkopf und Lauch, das hat Janine bereits gesagt, ist ein Trottel. Stimmt ebenfalls. Trottel, Trottel ist auch ein tolles Wort. Finde ich auch. Aber das finde ich sehr positiv, Trottel. Ja, ich finde es auch toll. Es ist so liebevoll. Es ist ganz liebevoll. Oder nach. Schnäbeln und Speichelhockey ist ebenfalls eine richtige Paarung. Umgangssprachlich für Küssen. Oh, Weggefährte und Mäus sind nur andere Worte für Kumpel. Ach, das stimmt auch. Wow. Und Schönling und Schnitzel. Nice. Wenn du so jung geblieben bist. Attraktiver Typ. Gut gelöst. Was soll man da machen? Wir kommen zu den nächsten 10 Begriffen, die ihr bitte zuordnet in 5 Paarungen alt und jung. Wir gehen heute Abend noch weg. Sind sie. In so einen Teenie-Club. Ja, eine Bratze. Eine Bratze ist... Eine Bratze ist eine Vogelscheuche. Ja. Hacke Peter, Bauarbeitermarmelade. Also Bratze alt, Vogelscheuche jung, ne? Würde ich auch sagen, warte mal. Also Bratze alt, Vogelscheuche jung. Das war jetzt schnell. Ja, okay, also Hacke-Peter und Bauarbeitermarmelade würde ich zustimmen. Ja. Hacke-Peter alt, Bauarbeitermarmelade jung. Bauarbeitermarmelade. Rotzbremse ist ja ein Schneuzer jung, ne, würde ich sagen. Also wahrscheinlich gibt es noch als... Aber Rotzbremse ist doch auch schon... Ich weiß, ist schon auch schon... Aber Schneuzer ist ja noch älter. Schneuzer alt, Rotzbremse jung. Ja, okay. Und dann würde ich sagen, Glatzkopf und Fleischmütze jung. Ja, genau. Und dann Langweiler alt und Abknicker. Also jung in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen. Unser jung. Ja, unser jung. Unser jung. Langweiler alt, Abknicker jung. Ihr habt eingeloggt und wir schauen es uns an. Die erste Paarung Bratze und Vogelscheuche passt aber leider nicht so. Andersrum. Andersrum. Ja, natürlich das heißt, andersrum. Das ist leider falsch. Oh, shit. Ja, Vogelscheuche ist alt und Bratze ist alt. Ah ja, klar, haben wir Flüchtigkeitsfehler. Also, hässliche Frau. Mein aber Fehler. Der Rest, Hacke-Peter-Bauarbeiter-Marmelade steht für Matt. Stimmt so, Schnäuzer, Rotzbremse ebenfalls.
Glatzkopf, Fleischmütze auf. Und Langweiler oder Abknicker, finde ich ganz spannend, beschreibt einen Menschen, der eine Feier frühzeitig verlässt. Ja. Leider falsch. Jetzt dürft ihr euch keinen Fehler mehr erlauben bei der Sortierung. Das sind die nächsten Begriffe. Okay, also Tampon, Ketchup, Stopper. Sorry, ekelhaft, aber ich glaube, das passt. Was, wo? Warte mal. Tampon. Aber sag nochmal. Tampon? Nee, Sekunde, ich habe es noch nicht. Du sagst noch nichts. Ich habe es noch nicht eingeloggt. Tampon, ich würde Ketchup, sagen Tampon Stopper. Und Ketchup, Stopper. Ja. Und wer auch immer sich das ausgedacht hat, shame on you. Wirklich. Ja. Tampon alt. Richtig? Tampon alt, Ketchup, Stopper jung. So. Dann, Gänsehaut und... Ich würde sagen, Gänsehaut und Hummeltitten. Oh Gott, Leute, also, Kinder, geht in die Schule. Okay, so. Also Gänsehaut alt und Hummeltitten jung. Andersrum wäre es auch lustig. Andersrum wäre es auch lustig. Aber jetzt, Moment mal. So, also... Wirklich? Ja. Weil, guck mal, Mantalette könnte Blondine sein. Ja. Bei Kronraucher Schwächling, aber Döner Blähung? Nee, ah ja. Hä? Oder Blähung... Mantalette, Balkonraucher, Schwächling, Döner, Blondine, Blähung. Balkonraucher. Balkonraucher. Mantalette, Balkonraucher. Nee, Balkonraucher. Mantalette könnte das sein. Nee, Balkonraucher ist Schwächling. Ist ein Schwächling, glaube ich auch. Ja. Ein Schwächling ist ein Balkonraucher. Und Blondine, Mantalette liegt irgendwie nahe. Ja, stimmt. Und Blähung, ja, und du kriegst recht, von einem Döner kriegst du Blähung. Das würde schon hinhauen. Aber lass mal Blähung essen gehen, oder was? Was ist das? Ja. Ich habe mir einen Döner bestellt. Ja, aber Hummeltitten kann es auch nicht sein. Und Ketchup-Stopper auch. Was ist denn ein Tampon? Okay, ordnet. Dann müssen wir jetzt Balkonraucher... Also Schwächling alt, Balkonraucher jung. Jawohl. So, dann Blondine alt, Mantalette jung. Ja, okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Und jetzt? Döner alt, Blähung jung. Also das ist echt komisch. Leute, und wieso, kann doch nicht stimmen. Hummeltitten? Naja, weil so ganz viele kleine Pöckchen. Okay, ihr habt eingeloggt. Ja, ihr dürft euch keinen Fehler mehr erlauben. Okay. Also, ich wollte das Wort noch Tampon, Ketchup-Stopper ist leider richtig. Weil dieses Wort Ketchup-Stopper geht gar nicht. Gänsehaut, Hummeltitten stimmt ebenfalls. Schwächling, Balkonraucher auch. Blondine, Mantalette. Ebenfalls. Ja, was soll denn das sein? Nice. Aber nee. Döner und Blähung. Andersrum. Andersrum. Na klar, jetzt komme ich. Ist doch damit Logo. Habt ihr dieses Rätsel nicht lösen können. Ach, klar. Hä? Naja, ich hab Döner. Alter. Oh, shit. Was für eine Genugtuung für das Phantom, muss ich an dieser Stelle sagen. Mann, ihr wart so aufgeregt. Oh, ich hab grad voll Döner, ey. Ja. Oh, es ist Ärger, Döner hast du gerade. Das ist doch ein Logo. Das ist scheiße. Normalerweise. Nein, sind wir doof einfach. Klar, du liebe ZuschauerInnen, würde es jetzt mit Zwiebeln keinen Hinweis geben, aber dafür vielleicht eine kleine Aufführung unseres Phantoms oder ein Einspielfilm. Aber ich habe ja eingangs gesagt... Dieser Hinweis ist alles entscheidend, denn ich hätte euch die Originalstimme eures Phantoms präsentiert. Siehst du die Wunde? Reib doch noch rein. Aber jetzt gibt es gar nichts. Es gibt keinen letzten Hinweis für euch und für Sie zu Hause.